8 Jahre ist es nun her, dass ich die Rebsorte Sauvignac auf einem Ökoweinbau-Lehrgang kennengelernt habe und fand diese Rebe damals so spannend, dass wir 2015 ein neues Projekt angegangen sind und Weinbau mal auf eine ganz andere Art und Weise anpacken wollen. Wir wollen raus aus diesem immer um die Rebe herum schneiden, Triebe wegzwicken und sie fast penetrieren übers ganze Jahr. Hier kam die Idee, wir ziehen die Reben auf 1,70 Meter hoch, haben oben einen Strecker angeschnitten und auf den wir jedes Jahr einen Cordonschnitt zurückschneiden und lassen diese Reben über das Jahr einfach wachsen. Und von dem 1,70 Meter Höhe ist nach unten hin so viel Platz, dass unsere Schafe die Bodenarbeit übernehmen und sich ums Kraut kümmern. Dadurch, dass wir diese Reben nur dreimal im Jahr behandeln müssen gegen Pilzkrankheiten, können wir die Schafe bis auf 4 Wochen komplett übers Jahr in diesem Weinberg drin lassen und sparen uns so sehr viel Arbeit mit der Maschine und auch von Hand um den Stock herum die Weinberge vom Kraut sauber zu halten. 2015 sind wir dieses Projekt angegangen. Es dauert 3 Jahre, bis eine Rebe die ersten Trauben trägt. Und letztes Jahr hatten wir die erste ordentliche Ernte gehabt, womit wir nun im Verkauf sind. Und es ist ein ganz spannender Wein. Die Art vom Sauvignac geht in die Richtung Sauvignon Blanc. Ich persönlich bin aber nicht der Fan von dieser deutschen Art und Weise mit diesen ganz grünen, harten Sauvignon Blancs. Deswegen bauen wir ihn ein bisschen mehr im französischen Stil aus, nicht so grün. Und wir verschneiden auch ein klein bisschen vom Sauvignon Gris in diesen Wein, um ihm etwas mehr Körper zu geben und ihm noch ein bisschen mehr Nachhall zu geben. Ja, gerne dürfen Sie sich von unserem Wein überzeugen. Im Shop finden Sie ihn. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem Unkultiviert. Zum Wohl!